Back from the dead. Montag, der 8. Oktober 2018 und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops und Gaming Creek, Pace und KVNCS1. Gegrüßt seid ihr erstmal vorab und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Item Shop rein. Ihr seht schon Featured, da haben wir den Heyman wieder und da habe ich ja gestern schon was zu gesagt. Das Backpack, also ich würde mir den eigentlich kaufen und das war auch eigentlich mein Plan, weil ich den ziemlich schick finde. Ich meine, der erinnert so ein bisschen an den Raven natürlich, jetzt nicht in ganz so dunkler Form, aber ja, seine Augen gefallen mir nicht zu 100% und das, was ich absolut nicht leiden kann, ist, dass das Backpack tatsächlich das Backpack von der Dame hier ist und sie das Backpack von ihm hat. So sieht es zumindest aus und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch bei euch in den Kommentaren gelesen gestern, dass einige von euch das auch nicht gut fanden, deswegen hole ich es mir irgendwie nicht. Harvester würde ich mir auch nur kaufen, einmal kurz den Sound machen, nur kaufen, wenn ich mir eins von den Sachen kaufen würde. Ja, und den finde ich schon geil, da bin ich immer noch am überlegen, ob ich mir ihn holen soll. Der sieht schon richtig nice aus, oder? Der sieht schon richtig nice aus. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mir den holen soll. Passt natürlich übelst zu den Skins. Mal schauen. Kommen wir aber zu den Dailies, denn da haben wir auch gleich was Neues. Das zeige ich euch. Wir haben erstmal Monika drin, 1200. Für alle, die den noch nicht gekauft haben, gehört zum Sharp-Style-Set. Dann haben wir Icebreaker drin, 500. Die Eiszeit bzw. die Winterzeit kommt bald. Also alle können sich schon mal rüsten für das Arctic Command-Set. 500 V-Bucks für Icebreaker. Dann haben wir Kommando am Start für 800. Und ich weiß, einige von euch lieben ja diese No-Skins mit anderen Farben. Hier habt ihr eine Kommando für 800 V-Bucks am Start, in schwarz gehalten. Sieht ziemlich edel aus, muss ich sagen, obwohl es ein No-Skin ist, ne? Aber ja, schwarz gehalten, ziemlich nice. Googly, 800 V-Bucks. So einen ähnlichen gab es ja auch mit PlayStation Plus vor kurzem in dem neuen PlayStation Plus Paket. Nur halt in anderen Farben, in so blau-weiß gehalten, auch mit so Googly-Augen. Also wer hier nochmal zuschlagen will, 800 V-Bucks. Und dann haben wir nochmal zwei Emotes. Zum einen Tidy, das kennt ihr wahrscheinlich alle schon, den Snoop Dogg Dance, 500 V-Bucks. Silver, Donald, ihr beide seid auch gegrüßt. Und dann haben wir was ganz Neues und da bin ich echt am überlegen, mir das zu holen. Drop the Base für 800 V-Bucks, bitteschön. Oh Mann, wie geil das ist. Also das ist auf jeden Fall richtig nice. Jetzt mal ohne Witz, also da kann man schon richtig Party mitmachen. Man sieht das wahrscheinlich in-game ein bisschen von oben, wenn man das Emote macht, so dass man die beiden Turntables sehen kann. Das hat schon was, oder? Ah, das ist richtig nice. 800 V-Bucks. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was euer Highlight ist. Meins ist heute Drop the Base. Zu 100% finde ich richtig nice. Dem Shop gebe ich heute, was geben wir dem Shop heute? Ich finde die Heyman-Sachen ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Field Wrath finde ich irgendwie am geilsten, den Gleiter. Und Drop the Base finde ich auch ziemlich nice. Kommando weiß ich, stehen einige von euch drauf, diese No-Skins. Tidy ist auch ganz cool. 7 von 10. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. 7 von 10 gebe ich dem Shop. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin, ciao, ciao.